Hi und willkommen. Ich bin Anja, ich bin Hebamme und ich habe diesen YouTube-Kanal für dich, denn ich habe eine Erfahrung aus 20 Jahren Hebammenalltag und den möchte ich gerne an dich weitergeben. Meine ganzen Tipps, Pfiff, die ich für dich habe. Heute geht es darum, dass ich ganz oft im Kreißsaal erlebe, dass gerade wenn Eltern natürlich das erste Kind bekommen, dass sie eigentlich so Unsicherheit haben, wie kann ich mein Baby handeln, wie soll ich das Baby aufnehmen. Die meisten wissen, dass das mit dem Köpfchen schwierig ist, also dass das Baby das Köpfchen allein nicht halten kann und sie es deswegen stützen müssen. Aber ich werde dir erzählen, einfach in Theorie, wie kann ich das Baby hochnehmen, wie kann ich das Baby wieder ablegen, wie kann ich es auf den Arm nehmen, komm auf den Wiegegriff ein, auf den Fliegergriff. Und dann möchte ich dir auch gerne ein bisschen Informationen geben über dieses Problem, das ganz oft in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen auftritt mit Bauchschmerzen, Blähungen. Und warum tritt es auf und was kann ich da tun? Also viel Spaß beim heutigen Stream. Hinterher hast du die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen. Also gerne einloggen, damit du mir hinterher Fragen stellen kannst. Das allererste, was gut ist zu wissen, ist, dass das Baby sehr, sehr gerne Berührung mag. Du musst dir vorstellen, wenn es hier drin, als es hier drin gelegen hat, an der Gebärmutter ist ein großer Muskel, da wurde das Baby sozusagen die ganze Zeit umarmt, hat die ganze Zeit Berührung gespürt. Auch während der Schwangerschaft haben alle, ja, es spüren nicht alle, aber alle Übungswehen und dann wird das Baby sozusagen nochmal so richtig gedrückt, so richtig umarmt. Und dann unter der Geburt, wenn es sich durch den Geburtskanal durchschubst, nochmal. Also, das ist das, was das Baby die ganze Zeit gewohnt ist und deswegen liebt es, wenn du es berührst, wenn es dich spüren kann. Das, was ich halt ganz oft erlebe, so am Anfang, dass alle, und jetzt, ich traue mich kaum anzufassen, das gibt dem Baby eigentlich eher eine Unsicherheit. Das mag schon gerne, wenn es dich spürt, wenn es wirklich so eher so feste Griffe, dann weiß es, okay, Mama ist hier, Papa ist hier, alles ist gut. Wie du das Baby jetzt das erste Mal aufnimmst, auf den Arm nimmst, zeige ich dir einmal. Denn ich habe gesagt, im Köpfchen muss man aufpassen. Du kannst also hier, von hier aus mit den Händen unter den Rücken greifen. Hier bist du mit den Händen auf den Schulterblättern. Von hier aus kannst du die Finger ein bisschen hochschubsen. Ich zeige dir das mal hier. Das ist praktisch, dass du hier das Köpfchen stützt, mit den Fingern gut im Griff hast. Und dann kannst du von hier aus das Kind so ein bisschen auf die Seite, über die Seite hochnehmen. Und von hier aus dann hochnehmen und hier oben auf die Schulter legen. Zum Beispiel, jetzt nimmst du die andere Hand, stützt das Köpfchen wieder hier. Ich habe den linken Arm so ein bisschen davor, auch zum Stützen. Und nimm die andere Hand wieder, das Baby gut im Griff zu haben. Hier wieder eigentlich ein ganz fester Griff, also nicht dieses, ich weiß gar nicht richtig, was ich machen soll. Das gibt dem Baby Unsicherheit, da ist zu viel Platz. Lieber dicht an den Körper ran, damit es dich spüren kann. Wenn es hier liegt, hört es ja sogar, es ist sogar ganz dicht bei deinem Herz. Das heißt, es hört die Herztöne. Das gibt dem Baby wieder, kennt es wieder aus der Gebärmutter. Das heißt, es gibt ihm Sicherheit und Geborgenheit. Also gerne schön spüren lassen. Von hier aus kannst du es in den Wiegegriff nehmen. Hierfür nimmst du deine rechte Hand nach oben, hältst das Köpfchen, nimmst den Arm einmal zur Seite und lässt das Baby dann hier mit dem Köpfchen auf dem Arm liegen. Dann ist es hier wieder gut im Griff, nimmst die andere Hand und kannst es hier schön im Wiegegriff liegen haben. Ganz schön auch zum Rumgehen. Das habe ich ja gesagt, dass wir hinterher über Bauchschmerzen sprechen. Deswegen zeige ich dir den Fliegergriff auch, der ganz toll ist, gerade bei Bauchschmerzen. Dafür nimmst du die rechte Hand, legst es einmal hier aufs Baby, hältst mit dem Baby das Baby fest. Dann gehst du von hier aus mit der anderen Hand so diagonal mit dem Arm nach vorne über das Baby und lässt es hier einmal auf dem Unterarm wieder liegen. Es kommt jetzt mit dem Rücken ganz dicht an deinen Körper ran. Die linke Hand ist hier so ein bisschen auf dem Bäuchlein, auf dem Bauch. Und es stützt sich mit dem Kopf auf deinem Arm. Die andere Hand hast du entweder, wenn es ein ganz kleines Baby ist noch, einfach hier frei. Wenn das Baby größer ist, kannst du zwischen den Füßen durchgreifen und hast es hier liegen. Auch wieder gut im Griff. Das Tolle ist beim Fliegergriff, dass man wieder mit dem Kind hier rumgehen kann. Wenn es zum Beispiel unruhig ist, hast du eine ganz tolle Haltung. Und dann hast du hier auch die Hand auf dem Bauch. Das gibt von der Hand
wird Wärme ausgestrahlt, es gibt Wärme, es gibt vielleicht auch so ein bisschen Massage. Das ist also eine ganz tolle Haltung dafür. Warum bekommen die Babys eigentlich in den Orbis? Warum haben die häufig in den ersten Tagen und Wochen Bauchschmerzen? Wie kommt das? Das eine ist die Verdauung, also das ist wirklich, dass das Verdauungssystem ja noch so ein bisschen unreif ist oder sich auf jeden Fall erstmal umstellen muss, von die ganze Zeit konstant Nahrung bekommen zu haben, verdaute Nahrung jetzt selber verdauen zu müssen. Das kann eine Herausforderung sein. Das andere ist aber auch, wenn das Baby Bauchschmerzen hat, kann auch sein, dass es so eine Reizüberflutung hat. Es muss ja jetzt alles, was es um sich herum aufnimmt, alle Eindrücke irgendwie auch verdauen. Und man weiß, dass es vom Nervensystem, das ist ja auch ein bisschen unreif, man muss sich erst anpassen, zum Bauch, zu den Darmen, eine Verbindung besteht. Das heißt, wenn das Baby also zu vielen Reizen ausgesetzt wird, dann kann es auch mit dem Bauch reagieren und kann es also auch Bauchschmerzen bekommen. Also da auch immer mal gucken und überlegen, ob das alles so im Rahmen ist. Das andere, Bauchschmerzen, halt wie gesagt ganz normal wegen Verdauung, Umstellung auf Muttermilch, auf vielleicht Pränahrung. Das gibt also oft Bauchschmerzen. Und woher weiß ich das? Baby kommunizieren ja glücklicherweise. Und das gilt natürlich dann für dich rauszufinden, was ist jetzt los. Bei Bauchschmerzen ist es ganz oft so, dass das Baby einfach unruhig ist, vielleicht sich viel bewegt, vielleicht sogar so richtig physisch die Füße, die Beinchen so anzieht, so sich hochzieht, so ein bisschen sich so zusammenkrümmt. Oder sogar, wenn es ganz so weh tut, so den Bauch einmal nach, also sich so überstreckt, so ein bisschen so ein Flitzbogen, wie so ein Bogen sich überstreckt. Alles halt, weil es einfach weh tut. Also wenn du dir selbst vorstellst, dass da so ein Pups irgendwie quer sitzt, die Luft, die raus muss, das tut einfach weh. Und Baby weiß ja nicht genau, was passiert. Und deswegen reagiert es so. Und wenn es halt überhaupt nicht hilft, dann wird es halt anfangen zu weinen oder sogar zu schreien. Babys, die Blähungen haben, die Probleme haben beim Bauch, sind wirklich oft ganz, ganz unglücklich. Was kannst du denn tun? Das Erste ist eigentlich wirklich da zu sein, dem Baby wieder Nähe spüren zu lassen und zu sagen, egal, wenn das du für dich denkst oder ihr denkt, okay, wir kriegen das schon hin. Also dem Baby zu signalisieren, ich bin da für dich, auch wenn gerade irgendwas nicht so schön ist, nicht so gut ist, wir schaffen das schon. Wir finden das schon gemeinsam raus. Ein paar praktische Tipps für dich hier von mir. Was kann ich konkret tun bei Bauchschmerzen? Und das ist als allererstes, denke ich, Massage. Und ich will dir einmal zeigen, dass du kannst die Massage entweder machen direkt auf mit, also während das, wenn es Klamotten anhat, dann kannst du es direkt auf den Klamotten machen und sonst halt direkt auf der Haut auch. Ich würde empfehlen, ganz toll ist wirklich das Veleda-Bäuchlernöl. Kannst du ruhig nehmen, ein bisschen auf die Finger. Das hat so ätherische Öle in sich, das wieder entspannend wirkt auf das Baby, auf das Nervensystem auch. Und das, was du machst, egal ob auf den Babysachen oder auf der Haut, ist, dass du zwei Finger nimmst und die im Uhrzeigersinn so um den Bauchnabel herumführst. Ein bisschen drücken, nicht natürlich nicht kräftig, aber so ein bisschen schon sanft massieren. Einmal Bauch rum und Bauchnabel, weil so in die Richtung laufen die, also mit der Uhr laufen die Verdauungsorgane, die Darme hier. Was du auch machen kannst, ist diese Sonne- und Mond-Massage. Dafür brauchst du beide Hände. Die eine Hand, die linke Hand, nimmst du und machst damit die Sonne, dann um den Bauchnabel herumkreisen. Einmal in schönen Kreisen und ein bisschen sanft massieren hier. Die andere Hand, die rechte Hand, nimmst du gleichzeitig und führst dich hier, fängst an bei ungefähr um 9 Uhr und kreist die dann auch so oder machst du kleine Bewegungen Richtung mit der Uhr herum bis Richtung 5 hier unten. Wieder so, wie die Därme halt gehen. So, damit die Luft hier ausströmen kann. Also linke Hand im großen Kreisen und rechte Hand führt so eine Mondbewegung oben herum von 9 Uhr bis 17 Uhr, bis 5 Uhr. Beides Möglichkeiten von Massagen und schau immer, wie dein Kind darauf reagiert. Das andere, was du auch machen kannst, ist Bewegung. Denn man muss sich vorstellen, dass das alles zusammengekrampft ist da drin. Das heißt, so ein bisschen auflockern ist eine gute Idee.
Bewegung mit den Beinchen. Nimmst du die Beinchen in die Hände, fest, mit beiden Händen, mit der ganzen Hand, die Knie hier, die Beine, und schiebst die Beine ruhig hoch zum Rand, Richtung Bauch, Richtung Körper, Richtung Brust hier. Und die sind ja dann auch schön beweglich und das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist wirklich wieder so eine Art Massage auch, Bewegung und Massage. Nach oben schieben und dann ruhig hinterher auch dran denken, immer das wieder die Beine strecken, dass sich das einmal so hier überstreckt, dass die Luft halt die Möglichkeit hat, rauszukommen. Also Beine in die Hand nehmen, nach oben führen und dann wieder strecken. Die andere Bewegung, die du machen kannst, indem du auch die Beine hältst, ist einfach in großen Kreisen, so Zirkel hier machen, ausführen. Das heißt, du nimmst wieder die Beinchen in die Hand und dann machst du ruhig so kleine Bewegungen, so kleine Kreise hier. Ist auch eine gute Idee. Hinterher wieder dran denken, einmal durchstrecken, damit wirklich die Luft rauskommt. Und dann gibt's Fahrradfahren. Fahrradfahren mögen die auch ganz gerne. Dann nimmst du abwechselnd die Beinchen. Das eine Bein hoch Richtung Bauch und das andere Bein hoch Richtung Bauch. Das kann man auch eine Zeit lang machen. Das kann man ruhig, also jetzt sage ich kräftig, aber nicht so ganz so sanft und vorsichtig, sondern es darf schon eine Bewegung richtig sein. Und hinterher wieder dran denken, wieder zu öffnen, wieder die Beine zu strecken. Das für die Massage. Dann gibt's auch noch, du kannst auch massieren am Füßchen einfach. Und da zeige ich dir einmal ein paar Punkte, die auch ganz wertvoll sind zu wissen. Die Fußreflexzonenmassage ist auch was, was man ja benutzen kann. Hat insofern keine Nebenwirkungen, deswegen kannst du es wirklich einfach ausprobieren. Man würde jetzt, um Verdauung zu fördern, hier unten am unteren Teil, also so an der Ferse des Fußes massieren, die ganzen untere Teil der Ferse. Und was du auch machen kannst, ist so mittig am Fuß an diesem Punkt drumherum. Das muss nicht ganz genau sein, mach das einfach so und Massage wieder so drücken oder vielleicht lang gleiten. Das ist so ein bisschen, musst du ein bisschen dich reinfühlen. Es gibt nichts richtig oder verkehrt. Man sollte nicht zu doll drücken, aber es ist egal, ob man die Punkte drückt oder ob man wirklich wieder so sanft massiert oder vielleicht so ausstreicht, ist beides in Ordnung. Einen anderen Punkt noch oder andere Punkte, die auch ganz toll sind, gibt's an der Seite, seitlich des Fußes hier. Und das ist einmal, wenn das der Babyfuß ist hier. Baby, musst du einmal ein bisschen rücken. Dann haben wir hier vorne den großen Zeh. Und von da entlang an der Seite die ganze Linie bis hinten zur Ferse. Das ist praktisch die Linie so der Wirbelsäule. Und hier kann man halt auch lang streichen, auch lang massieren, vielleicht so in kreisenden Bewegungen, so lang massieren mit dem Daumen. Und das gibt, manchmal haben Verstopfung oder Blähung halt auch was zu tun mit, dass man einfach krampft. Das kann auch sein, Verspannungen, die irgendwo sind, vielleicht auch von der Geburt. Also das ist eine ganz tolle Massage, um einfach zu lockern und Spannungen zu lösen. Und beruhigt gleichzeitig auch das Nervensystem wieder. Ja? All diese Tipps hier sind halt Tipps und Anleitungen. Es gibt keine Liste, die irgendwie Resultate sagt, also du so und so musst du irgendwie vorgehen. Das Tolle ist ja, dass das Baby kommunizieren kann und deine Aufgabe ist natürlich jetzt rauszufinden, was ist eigentlich los. Und dann ist es eine Anregung, das heißt, versuch die Sachen so wie und schau immer, wie dein Baby reagiert. Nicht irgendwie alles kurz hintereinander, sondern erstmal ausprobieren und Baby auch spüren lassen. Huch, jetzt ist irgendwas anderes hier. Was passiert denn jetzt, bevor du dann vielleicht das nächste probierst? Das Tolle daran ist ja auch, dass du ja ganz schnell rausfindest, wie dein Baby reagiert, wie dein Baby, was dein Baby für ein Wesen hat. Und das ist tatsächlich auch so, dass du halt ganz schnell der Experte bist für dein Baby. Also obwohl du vielleicht Rat bekommst und Ratschläge, dann bist du halt immer noch diejenige, die das am besten weiß. Also Ruhe reinbringen. Man wird ganz bestimmt nicht am allerersten Tag Expertin. Das geht nicht. Und man kann sich auch nicht über Elternwerden alles anlesen in der Theorie. Das meiste ist halt in der Praxis und muss dann einfach irgendwie ausprobiert werden. Und das ist eigentlich auch immer das, was am besten funktioniert, weil das ja auch ein Zusammenspiel ist. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich auch
selbst wenn du selber denkst, oh, und ich weiß nicht genau, und jetzt weiß ich, was soll ich eigentlich machen, dann lass ruhig das Baby spüren oder versuch immer wieder dran zu denken, egal was passiert, wir schaffen das schon. Also wir machen das schon, wir wuppen das schon. Also versuch ruhig Ruhe reinzubringen. Auch wenn sich innerlich 1000 Gedanken irgendwie darum fahren. Ja. Ich hoffe, das waren ein paar Anregungen, Tipps für dich, die du brauchen kannst. Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht dann halt hinterher, wenn das Baby da ist. Aber einfach auch nochmal, um, wie gesagt, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Egal, was passiert, schaffst du das schon. Das ist halt was, was man mit der Zeit erfährt. Man ist nicht vom ersten Tag perfekt, sondern das kommt halt nach und nach. Ich denke, ich runde ab. Ich freue mich weiterhin auf, wie gesagt, auf eure Kommentare. Ihr könnt auch hinterher noch schreiben und dann versuche ich trotzdem sie zu beantworten. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, hat dir ein paar Anregungen gegeben, hat dir ein paar Tipps gegeben. Und ich freue mich, dass ihr zuschaut und ich freue mich noch mehr darüber über ein Abo und ich freue mich auch über eine Weiterempfehlung. Dann kann ich das ja irgendwie meine Passion hier weitergeben und noch viel mehr Eltern zukommen lassen. Also, wir sehen uns demnächst wieder. Es kommt mehr von mir gesprochen und vielen, vielen Dank für heute.